Ich möchte Ihnen heute Abend ein bisschen was zum Goldschakal erzählen, was das für eine Tierart ist, warum wir darüber reden, und einen kleinen Einblick auch in die ja auf den, in das Feld geben unserer Arbeit, wie wir mit dem Goldschakal arbeiten, was wir damit zu tun haben. Den meisten Menschen wird diese Tierart noch gar nicht geläufig sein. Viele Menschen haben noch nicht davon gehört, denken vielleicht an den amerikanischen Kojote oder auch an verwandte Arten aus Afrika. Aber hier sehen wir einmal, wie dieses Tier aussieht. Der europäische Goldschakal, genau, ähnelt so ein bisschen einem kleinen Wolf, aber die typischen Merkmale erkennt man hier auch ganz gut. Ein relativ kleiner Kopf im Vergleich zum Körper, gedrungener Körperbau. Und typisch ist vor allem auch diese kurze Rute, also ein kürzerer Schwanz im Vergleich zum Körperbau, als wir das zum Beispiel vom Fuchs oder auch vom Wolf kennen. Auch diese dunkle Färbung der Rute, die ist typisch und in bestimmten Situationen auch ein Merkmal, an dem man ihn erkennen kann. Wie der Wolf auch, wie der Fuchs auch, hat der Goldschakal einen hellen Fang, also die Unterseite vom Kopf bis in den Bereich der Brust. Die Läufe auf den Innenseiten sind weiß, hell. Aber natürlich, den Namen hat der Goldschakal auch nicht umsonst, hat er bekommen, eben aufgrund dieser goldgelben Färbung. Hier einmal nochmal im direkten Vergleich zu diesen beiden anderen Tierarten, mit denen der Goldschakal gerne und häufig verwechselt wird. Wir sehen hier der Kopf, der beim Goldschakal deutlich kürzer ist im Vergleich zum Beispiel beim Fuchs. Der hat eine längere, spitzere Schnauze, kleinere Ohren hat der Goldschakal im Verhältnis zum Kopf. Der Wolfskopf, der ist natürlich noch mal eine ganze Ecke gedrungener. Und das sehen wir eben jetzt unten weiter auch wieder bei den Bildern am Körperbau, dass der Goldschakal doch da so ein bisschen plumperes Erscheinungsbild hat, vor allem gegenüber dem Fuchs. Und auch auf diesen Bildern wird dieser Unterschied in der Rute sehr deutlich. Aber ganz unten auf den drei Bildern sieht man auch, dass es unter bestimmten Bedingungen auch sehr, sehr schwer sein kann, diese drei Tiere auseinanderzuhalten, gerade wenn man vielleicht nicht tagtäglich damit zu tun hat. Ein paar Randinformationen zu dieser Tierart, zum Goldschakal, sehen Sie hier links. Der Goldschakal ist ein Opportunist, das heißt, er ist grundsätzlich sehr anpassungsfähig, kommt mit ganz vielen verschiedenen Bedingungen zurecht, kann sich anpassen, wenn er in neue Regionen kommt, auf unterschiedliche Nahrungsverfügbarkeit zurückgreifen muss. Er ist ungefähr 1 Meter lang, vom Kopf bis zum Ansatz der Rute und wiegt ein bisschen mehr als der Fuchs mit 8 bis 16 Kilogramm ungefähr, wiegt der Goldschakal, aber deutlich weniger als der Wolf, der bei uns in Europa ungefähr bei 30 bis 40 Kilogramm liegen kann. Die Territoriengröße, also das Streifgebiet vom Goldschakal, ist auch wiederum eher mit den Größen beim Fuchs vergleichbar. Kleinere Territorien von 1 bis 15 Quadratkilometer ungefähr. Beim Wolf sind wir da auch wieder in einer ganz anderen Liga. Da haben wir Territoriengrößen von 200 bis 300 Quadratkilometern. Auch bei der Nahrung, genau, ich habe schon angesprochen, ist der Goldschakal ein Opportunist, sehr anpassungsfähig und ernährt sich im Prinzip von dem, was verfügbar ist. Spezialisiert ist er vor allem auf kleinere bis mittelgroße Säugetiere. Alles andere, was in dieser Größenkategorie zu erbeuten ist, kommt in Frage. Aber durchaus können auch pflanzliche Bestandteile oder Wirbellose auch einen großen Anteil an der Nahrung ausmachen. Da, wo es verfügbar ist, gerade in östlicheren europäischen Ländern, ist aber vielerorts auch tatsächlich Hauptbestandteil der Nahrung Abfall, Aas, Siedlungsabfälle, Schlachtabfälle, die da einfach leicht zu bekommen sind und machen da wirklich einen großen Anteil aus. Warum reden wir eigentlich über den Goldschakal? Warum ist das bisher nicht so in dem Ausmaß passiert? Hier einmal eine Karte von Europa. Man sieht schraffiert eingefärbt die Gegenden, in denen der Goldschakal mit Stand 2019 vorkam. Also im Südosten Europas, im Norden und im Westen kam er bisher gar nicht vor. Also der Goldschakal wurde hier bei uns auch nicht ausgerottet, sondern er hat einfach noch nie hier gelebt vorher. Man beobachtet aber seit einigen Jahrzehnten eine Ausbreitung dieser Tierart in Europa nach Norden und nach Westen. Man sieht hier Pfeile eingezeichnet, die auf genetische Studien zurückzuführen sind, die so ein bisschen darstellen, aus welchen Gebieten, aus welchen Populationen die zugewanderten Goldschakale stammen. Rot eingefärbt habe ich hier ergänzt Nachweise, die bis zum Jahr 2020 bekannt waren vom Goldschakal. Also auch da deutlich, dass nicht nur Deutschland ein Land ist, in dem die Tierart neu auftaucht, sondern eben auch alle Länder um Deutschland herum. Und was wir an der FAA nun mit dem Goldschakal zu tun haben, genau, wie eingangs schon beschrieben, wir sind für das Wolfsmonitoring in Baden-Württemberg zuständig.
Und in diesem Rahmen erfassen wir seit ein paar Jahren auch den Goldschakal mit. Wir sind erreichbar für Meldungen per E-Mail, per Telefon, die wir annehmen und dann nach Möglichkeit genauer untersuchen, um eben mehr darüber herauszufinden, was da eigentlich los ist. Klassische Beispiele sind so ein Fotofallenbild, wie wir es hier links unten sehen, das von privaten Kameras zum Beispiel aufgenommen werden kann und uns dann zugeschickt wird mit der Frage, was das denn für ein Tier ist. Und man kann sich das schon ganz gut vorstellen, hier auch bei diesem Bild, die Verwechslungsgefahr, wenn man nicht tagtäglich mit den Tieren zu tun hat, die ist doch unter bestimmten Bedingungen auch recht groß. Rechts unten ein Bild von einem toten Wildtier. Tote Wildtiere oder tote Nutztiere mit Rissverdacht bekommen wir regelmäßig. Das gilt natürlich nicht nur mit Goldschakalverdacht, sondern auch mit Wolf- und Luchsverdacht kommt sowas bei uns an. Und auch da schauen wir näher hin, wenn der Fall das ermöglicht. Es gibt dann ganz viele verschiedene Methoden, mit denen man den Goldschakal näher untersuchen kann, das Monitoring praktizieren kann. Neben der Aufnahme von Meldungen gehen wir eben auch aktiv ran. Und so können wir zum Beispiel hier eine Losung näher untersuchen, über genetische Proben mehr darüber herausfinden, wer die Tiere sind, wo die herkommen, wie die verwandt sind. Fährten sehen wir unten in der Mitte, kann man näher untersuchen, um auf das Verhalten rückzuschließen. Und eine Besonderheit im Goldschakal-Monitoring, man sieht es oben rechts, ist die bioakustische Stimulation. Das heißt, man kann mit abgespielten Heulaufnahmen vom Goldschakal Gruppen oder Paare vom Goldschakal zum Heulen animieren und so eben erfassen, ob welche dort sind und das charakteristische Heulen ja, erfassen. Links unten meine Kollegin Hanna Weber, die einen toten Goldschakal untersucht. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, um viel herauszufinden. Man kann Genetikproben nehmen, man kann den Gesundheitszustand der Tiere untersuchen und so natürlich aber auch auf das Risiko von Straßenunfällen kommen und dann näher untersuchen. Rechts unten aber das klassischste Beispiel und das wertvollste Beispiel eigentlich für das Goldschakal-Monitoring, Fotofallen, solche Wildkameras, die wir an Bäumen installieren, die automatisch bei Bewegung auslösen, die liefern uns eigentlich die wertvollsten Erkenntnisse. Wenn wir diese ganzen Hinweise nun auswerten, schauen, was wir erfassen, können wir natürlich verschiedene Erkenntnisse daraus gewinnen. Alleine die Präsenz ist ein wichtiges Beispiel beim Goldschakal. Wir erfassen an der FVA nicht nur für Baden-Württemberg die Goldschakal-Nachweise, sondern führen die auch für andere Bundesländer zusammen, damit man, wie eben hier zu sehen ist, eine Übersicht auch bekommen kann. Und hier sind einmal dargestellt alle Goldschakal-Nachweise, die offiziell bestätigt sind seit 2007. In Rot eingefärbt, in Grün sind die aus dem aktuellen Jahr, also seit Mai. Und man sieht hier sehr deutlich, es gibt eigentlich keine deutliche Tendenz oder Entwicklung, in welchen Bereichen sich das Ganze beim Goldschakal abspielt, sondern ja, auf den ersten Blick ist klar, überall in Deutschland gab es schon Nachweise, überall könnte die Tierart auftauchen. Und wie viele am Ende wirklich da sind und dahinter stecken, das ist häufig gar nicht bekannt. 1997 gab es in Brandenburg den ersten Nachweis eines Goldschakals in Deutschland. In den Jahren danach gab es vereinzelt Nachweise, aber das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 2019, 2020 konnte man erstmals in verschiedenen Gebieten feststellen, dass die Tiere sich länger, dass einzelne Tiere sich dort länger aufhalten, zum Beispiel auch über genetische Untersuchungen. Das war in Hessen, Entschuldigung, in Hessen, in Thüringen und in Baden-Württemberg der Fall. Und in Baden-Württemberg, konnten wir dann auch im Jahr 2021 das erste Mal für Deutschland Reproduktion dieser Tierart bestätigen. In diesem Gebiet gab es seitdem auch weiter bis ins Jahr 2024 jährlich Reproduktion. In Niedersachsen gab es im Jahr 2022 auch einen Reproduktionsnachweis und vermutlich steckt auch dort viel, viel mehr dahinter, als wir wissen. Vermutlich sind dort viel mehr Tiere und vermutlich auch mehr Reproduktion, aber es ist eben nicht überall auch einfach, an diese Nachweise zu kommen. Hier einmal ein paar Beispiele aus Baden-Württemberg, wie sowas dann aussieht. Ein Fotofallenbild einer Goldschakal-Fähe. Man sieht hier deutlich auf dem linken Bild reingezoomt das Gesäuge der Fähe. Das heißt, im Mai konnten wir so schon feststellen, diese Fähe hat vermutlich Welpen und säugt diese. Etwas später, einen Monat danach, im Juni, sieht man dann auch mit solchen Bildern, dass die adulten Goldschakale, also man sieht hier links die Fähe, rechts den Rüden und bei der Fähe läuft ein Goldschakal-Welpe mit. Die Welpen werden ungefähr im Mai, Anfang Mai geboren. Und im August sind die Welpen dann schon recht groß angewachsen und hier sehen wir vier Goldschakal-Welpen, die es sich vor einer Fotofalle gemütlich gemacht haben.
Nun, warum beschäftigen wir uns mit dem Goldschakal? Natürlich ist es erstmal eine Tierart, die neu auftaucht, über die wir Wissen generieren wollen und sollten, um einfach weiterhin auch damit umgehen zu können. Denn alle Erkenntnisse, die es auch aus Osteuropa gibt, lassen sich nur bedingt auf Deutschland übertragen. Es gibt ganz andere Faktoren, andere Bedingungen, in dem Wirkungsgefüge vom Goldschakal mit seiner Umwelt. Und so hier dargestellt, ist eine Frage, wie sich der Goldschakal auf Mesoprädatoren, die in einer ähnlichen ökologischen Nische leben, auswirkt, zum Beispiel den Fuchs. Was hat der Wolf für eine Auswirkung auf den Goldschakal, wenn die beiden Tierarten zusammen vorkommen? Oder auch, was der Einfluss des Goldschakals auf Beutetiere ist. Natürlich gibt es dann aber auch Themen, wie Nutztierhaltung oder Jagd, in denen besonders auch Fragen auftauchen. Was bedeutet das jetzt, für die Praxis? Was hat der Goldschakal für einen Einfluss? Und da kann man natürlich schauen in andere Gebiete, wie es läuft, aber es ist mit Vorsicht zu genießen und wir müssen hier besonders hinschauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und versuchen, ja, Möglichkeiten, Maßnahmen, Lösungen zu finden, falls es Probleme gibt. Fakt ist, der Goldschakal wird sich weiter ausbreiten. Das zeigen die Beobachtungen aus anderen Ländern einfach. Das wird nicht mehr aufzuhalten sein. Ist auch derzeit gar nicht möglich. Der Goldschakal ist in Deutschland geschützt nach der europäischen FFH-Richtlinie. Wichtig ist aber, dass wir genau hinschauen, um eine Datengrundlage zu schaffen, mit der wir auch langfristig agieren können und mit dieser Tierart umgehen können. Das heißt, wir brauchen ein Monitoring, eine Forschung, die Fragestellung, wie die ich eben angesprochen habe, näher untersucht, damit am Ende politische Entscheidungen, rechtliche Entscheidungen getroffen werden können für den Umgang mit dem Goldschakal. Und natürlich, was ganz wichtig ist und weshalb wir auch heute hier mitstehen, ist ja, das Generieren von Wissen für die Bevölkerung, für alle Menschen, die sich dafür interessieren oder die direkt vom Goldschakal auch betroffen sind. Die brauchen natürlich Informationen, an denen sie sich orientieren können und ja, über die am Ende weiter mit dem, ja, die darüber entscheiden, wie weiterhin mit dem Umgang mit dem Goldschakal in Deutschland umgegangen wird. Vielen Dank für Ihr Interesse. Damit sind wir mit dem Goldschakal schon durch, widmen uns ihm aber gleich in der Diskussionsrunde erneut.